Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und eine Rakete steht zum Start bereit. Das werden wir jetzt durchführen, denn das Röntgenteleskop darf starten. Wir wären dann der zweite, der diesen Meilenstein errichtet oder erreicht. Leider nur der zweite, nicht der erste. Aber okay, die Japaner waren dort schneller als wir. Und wir müssten hoffentlich die Mission erfolgreich abschließen. Und hoffentlich gibt es dann die Anfragemission mit dem einen neuen Einbauteil, welches in den grünen, in den blauen Bereich komplett in den grünen Bereich verwandeln würde. Das wiederum würde ich dann auch der Zuverlässigkeit vorziehen oder beziehungsweise die Zuverlässigkeit mir über Geld oder andere Sachen besorgen. Bauzeit oder so. Gut, da ist das Röntgenteleskop der ESA in Stellung gebracht und muss jetzt natürlich die Erdumlaufbahn erreichen. So, wir brauchen 30 Kommunikation, 30 Navigation dafür. Schub brauchen wir gar keinen. Wir haben 5 Runden, 5 Kommandos, bekommen immer 3 Drift dazu. Also das, was wir jetzt schon haben als Drift, kriegen wir mal dazu. Das heißt also hier einmal das ausführen, damit wir wieder im Fenster sind. Kostet einmal Energie und hier unten Kommunikation. Na gut, okay. Und bekommen dafür Datenbanken. Boah, die kann man hier verwenden. So, also wir machen dann einmal Energie. Dann machen wir einmal diesen Knopf. Dann machen wir einmal diesen Knopf. Dann sind wir erstmal gerade. So, das sieht schon mal sehr schön aus. Und jetzt können wir die Datenbanken hier oben für Kommunikation verwenden. Und dann hätten wir schon 17 Kommunikation. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Energie ist relativ wenig vorhanden. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht im Positiven bleiben. Gut, Kommando bestätigen. Und dann geht's los. Mit dem Röntgenteleskop. Schalldämpfungssignaltest. Hat schon mal funktioniert. So, gyroskopische Stabilisierung. Hat auch funktioniert. Und dann machen wir noch eine Plasmawellenanalyse. Die bringt die ganze Sache ins Driften. Okay, das ist eine interessante Analyse dann. So, und dann bringen wir jetzt zweimal Daten zur Verstärkung. Und dann machen wir nochmal eine Übertragung verstärken. Und damit haben wir ordentlich Punkte gesammelt und kriegen 3 Drift dazu. So, die können wir jetzt natürlich erstmal wieder umwandeln. So, dann sind wir erstmal wieder da im Positiven, haben natürlich die Datenbanken. Ich kann mit Energie und Datenbanken auch das hier holen. Dann brauche ich aber Energie dafür. So, machen wir erstmal so. Dann haben wir noch 4 Energie, 6 Datenbanken, 20 und 18. Sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich denke, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, ab dafür. Gib Schubrakete. So. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das kostet extra Energie oder extra Kommunikation. Energie ist mir momentan wertvoller. Weil ich kann aus 1 Energie mehr Kommunikation rauszaubern. So. Und es hat ja nicht das Ergebnis beeinträchtigt, sondern nur das. Und ich habe genügend Schritte, sag ich mal so, noch zur freien Verfügung, wo ich sage, das kriegen wir hin. So, da gab es wieder mal 3 Stück davon. Das heißt, wir machen jetzt mal so und so. Dann machen wir noch 1 Energie hinzu. Und zweimal das. Dann haben wir hier 30. Dann sind wir hier nämlich schon in dem Bereich, wo wir hin müssen. Dann brauchen wir nachher bloß noch das in den Bereich bringen mit Hilfe von Energie. Und dann sollte das eigentlich klappen. Gut. Ist dann auch gleich die letzte Runde. So, Teleskop ist wieder gerade und jetzt gibt es hier sogar noch 1 Kommunikation mehr. Sehr schön. Und dann hier nochmal 6 oben drauf. Dann sind wir bei 32. Dann können wir sogar 2 verwenden. Hier brauchen wir aber 3. Na gut, wir kriegen hier aber 4. So, machen wir wieder das und das. Na, dann sind wir wieder geradeaus unterwegs. Und dann machen wir jetzt noch einmal diesen hier. Und dann sind wir sehr gut unterwegs. Und dann machen wir noch ein bisschen Energie hinzu, zweimal, damit wir es dann geblockt bekommen. Beziehungsweise einfach sagen können, wenn was schief geht. Mein Gott, wir hätten Energie. Ich kann es investieren. So. Kommt der letzte Schritt. Und dann sind wir in einer Umlaufbahn. Und dann müssen wir das ganze Ding wahrscheinlich noch ausrichten und Daten sammeln. Aufgabe abgeschlossen, erreichen die Erdumlaufbahn. Fortfahren. So, jetzt sind wir in der Erdumlaufbahn. Und jetzt müssen wir natürlich das Teleskop aufstellen. Und da brauchen wir sehr viele Daten für. Drift haben wir und andere Sachen wieder. Und da müssen wir sehr, sehr viele Daten sammeln. Aber da kann man ja hier, gibt es ja einen, da kriegt man 8 Daten. So ein bisschen gelöt und gelumpe. So, wir bekommen jedes Mal 4 jetzt hinzu. Das ist ein bisschen mehr. Ja, dann müssen wir dann mal hier gucken, dass wir zweimal das machen. So, dann haben wir Navigation schon mal jede Menge.
Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Kommunikation. Kann ich hier drüber erzaubern und dann kann ich das anzaubern. Dann haben wir eine Kommunikation, 9 mal Daten und 15 das in einem Tool. Okay. Oh, wir müssen dann noch ein bisschen gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Datenbank kriegen. Energie ist dann auch sehr schlecht, sehr schnell leer. Wenn wir das so machen. Da verbraucht man nämlich jede Menge jetzt gerade von. Jetzt haben wir in jedem Schritt einmal Energie verbraucht. So, außer dem letzten nicht. Okay, gut. Gibt aber auch ordentlich Datenbanken. So, dann haben wir das hier Drift. Wie kann ich hier jetzt quasi mal investieren? Da habe ich jetzt jede Menge Datenbanken rausgehauen. Jede Menge Kommunikation. Ja. Okay, das machen wir die Runde jetzt mal so. Dann nehmen wir den noch dazu. Dann haben wir da immer noch 8, da 17, da 22. Also hier sind wir auf jeden Fall. Kommunikation sind wir durch, glaube ich. Da brauchen wir uns jetzt nicht mehr großartig Gedanken drüber machen. Jetzt geht es wirklich nur noch Daten zu sammeln. Und ich glaube, mit Kommunikation und Drift kann ich auch Daten sammeln. Und die Energie behalten wir uns mal zurück. Dass wir da ein bisschen was bekommen. So, jetzt haben wir wieder 4 Drift gekriegt. Und jetzt kann ich hier unten eigentlich... Wenn ich jetzt 4-mal hier draufklicke, dann haben wir 12 da oben weniger. Dann haben wir 10, 25, 32. Uff. Also sind wir bei 33, 31. Gott, oh Gott. Okay, mit Kommunikation sind wir noch nicht durch. Na gut, okay. Wie viele Runden haben wir? Oh, ist die letzte Runde dann. Oh. Oh. Ist die letzte Runde dann. Nee, dann gefällt mir das nicht. Dann gefällt mir das nicht. Dann würde ich doch lieber... Ich muss den Drift noch wegkriegen. 4 Drift kriege ich noch oben drauf. 1, 2. Dann würde ich lieber so handeln. Dann geht mir zwar Energie langsam aber sicher aus. Aber ich bin hier schon mal bloß noch 11 weg. Das sind 2 davon. Und dann muss ich noch einmal Datenbanken holen. Dann kriege ich hier den Drift zurück. Und das... Upsala. Ja. Wir machen das mal so. Ich muss den Drift ja zurückholen noch. In der letzten Runde. Da brauche ich ja mindestens eine Energie für, oder mindestens 2 Energie für. Okay, da gab es extra Datenbanken, sehr schön. Da sind wir dann bloß noch 9 weg. So. Also. Ich brauche mindestens so die Energie. Dann sind wir erstmal geradeaus unterwegs. Dann sind wir hier bei 39. Das heißt, ich kann hier noch 2-mal draufklicken. Dann habe ich nicht genügend Kommunikation. Oder ich habe nicht genügend Energie. Okay. Nichts schief gehen. Oh, okay. 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 Oh, sehr gut. Hui, sehr gut. Hat alles geklappt? Oh.
50%iger Bonus. Und das für so eine Langzeitmission. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Röntgen-Teleskop als 200 Reputation extra. Dann gibt es hier nochmal so die 500 Reputation. Oh, das ist, passt schon ganz gut da oben rein. Und dann gibt es jetzt 108 statt nur in den, was waren es? Irgendwas in den 60ern. Prozent oder Forschungspunkte hier oben drauf. Sehr gut. So, und hier sind wir natürlich dann auch kurz davor, den nächsten Rang zu erreichen. Das kriegen wir dann in der nächsten Runde hin. Und wir haben natürlich eine Mission frei, die wir jetzt machen können. Huh, da war ich ganz kurz im Schwitzen. Und Infrarot-Observatorium ist noch da zu haben. Das kostet jetzt sicherlich richtig Geld, was wir dafür bauen müssen. Weil da müssen wir auch einen großen Satelliten wieder verbauen. Aber das ist natürlich fortgeschrittenes Leitsystem-Fahrzeug-Upgrade. Chance für neutrales Ereignis wird während des Starts in Chance für positives Ereignis umgewandelt. Das ist richtig gut. Und es bringt mir natürlich auch noch ein bisschen Reputation bei den Chinesen. Und das ist natürlich auch noch viel wert. Und wir kriegen jede Menge Forschung darüber. Über 120 Monate, 5000 Forschung. Und hier kriegen wir auch noch was. Ja, die werden wir mal planen. Und dann müssen wir halt eben nochmal ein Observatorium bauen, was dann experimentell zwar ist. Aber gut, was willst du machen? Dafür kriegst du ein bisschen extra Energie. Das ist okay. Da müssen wir uns die Nutzlastzuverlässigkeit halt über andere Sachen holen. Vielleicht über Geld oder über Einbauten. Aber das, was wir dazu kriegen, ist einfach unschlagbar für das, was wir machen wollen. Also, wenn du da beim Start quasi die Garantie dafür hast, ein positives Ereignis zu kriegen, das Geld gebe ich dafür gerne aus, weil wir kriegen extra Befehle, wir kriegen vielleicht extra Energie oder die andere Sachen. Also, wir kriegen aber immer ein positives Ereignis. Das ist das Gute. So, der Orbiter ist fertig gebaut. Jetzt müssen wir noch ein Training festlegen. 86% reicht mir, 76%, ja, okay, langt mir aber ganz knapp. Was wir brauchen, ist Forschungspunkte in Massen, weil wir ziemlich viel noch erforschen wollen und müssen. So, und der nächste Start ist möglich im Oktober. Dann nehmen wir den natürlich auch, kriegen 50% mehr Forschungspunkte. Sehr gut, in 23 Monaten startet Japan mit der Mission. Ich bin als erstes unterwegs, der Russe hat es erforscht. In 10 Monaten wird ich starten. Das heißt also, da sind wir auf jeden Fall im positiven Bereich unterwegs. So, sehr gut. Hier gibt es dann richtig viel Forschungspunkte für die Mission. Für Galileo. Haben wir bitte. Sehr gut. So. Überprüfung der Finanzierung steht an. Na gut, da haben wir jetzt nichts großartig zu bewandern, aber 3480 Punkte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Jahr so viele Punkte holen. Aber sehr schön. Dann können wir vielleicht im nächsten dort wieder was richtig Schönes bauen. Zentrifugenmodul für eine Station. Respekt einflößen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben auch gerade keine Mission frei. Die andere Mission wird ja auch kurz sein. Ja, ist ja in der Erde. Okay, im Erdorbit. Das heißt also, da muss ich das Ding fertigstellen, die Rakete dafür abschießen. Fertig. So. Aber Marsvorbereitung geht in die nächste Phase. Probengewinnung. Grand Tour wird von den Amerikanern gestartet, habe ich gerade gelesen. Die große Tour. Ja, die Amerikaner starten in 12 Monaten. Die Russen haben es erforscht. Ich bin in 81 Monaten damit fertig. Das ist auch sehr schön. Also da sind wir auch auf Platz 1 unterwegs. Sehr gut. Also Erdmeilensteine haben wir alle dann erledigt und davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als erster gemacht. Das finde ich ganz gut. 9 aus, 2, 4, 5 nicht. 9 zu 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Gut, okay. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da sind wir ganz gut unterwegs gewesen. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, die SLS, die nächste Phase, sehr gut. Wir können eine neue Forschung festlegen. Will ich die Blöcke jetzt schon erforschen? Die andere Mission mache, die kann ich damit machen. Dann habe ich 3 Monate Zeit, hier halbe Kosten zu haben. Das könnte zumindest hier zumindest dafür reichen, dass wir den dann schnell durchkriegen. Und dann bin ich doch erstmal noch, ich habe das Geld nicht dafür über, ne? Was soll das denn? Die Raketen kosten das so viel. Und die Mission ist es, die ich als erstes vorbereiten soll. 90 Tonnen. Jetzt aber hier muss ich als nächstes dann wieder Leute für haben. 3 Stück. Vorher brauche ich keine, glaube ich, oder? Brauche ich hier Leute? 0.
Nutzung 0. Nutzung 0. Ich brauche ich erst wieder so Astronauten. Also dann müssen wir da erst wieder aktiv werden. Die 10% Startzuverlässigkeit sind natürlich nicht zu verachten. Ach, machen wir erstmal das hier. Lass mal diese Zusatzbooster für die Ariane 6 erstmal erforschen. Passt schon. So. Und wir haben eine aktive Mission. Marsvorbereitung. Genau. Mission fortsetzen. Ah. Hui. Am Mars angekommen. Marsvorbereitung, Probengewinnung. Muss jetzt in eine Mars-Umlaufbahn einschwenken. Drift kriegen wir wieder. 18-mal Navigation, 5-mal Kommunikation. Na gut, machen wir doch gleich. So, wir bekommen minus 2 oder plus 2 in diesem Bereich immer. Am Anfang haben wir minus 2 gekriegt. Das heißt, wir müssen 2 mit rein investieren. Nee, rausbekommen, ne? Ja, wir sind jetzt negativ unterwegs. Das kann man theoretisch mit 2 Energie hier erstmal auf 0 bringen. Haben wir das schon mal geschafft. Jetzt ist natürlich das hier sehr, sehr, sehr lukrativ. Muss ich ehrlich sagen. Also das lächelt mich ja fast an. Da würde ich dann mal so, dass wir das vorbereiten. Weil das hier, das muss man unbedingt mal nutzen. So, 4, 2, 8 Datenbanken habe ich. Na gut, okay. Die habe ich jetzt irgendwo hergekriegt. 9-mal Energie haben wir noch. Wir haben noch ein paar Runden verbleiben. Na, das lächelt mich echt an. Das muss ich auch 3-mal durchziehen hier. Und dann muss ich das aber auch immer machen hier. Da brauche ich Kommunikation für. Gucken. Ah, da kann ich da. Oh, mit Energie kriege ich Kommunikation. Ja, okay. Okay, gucken wir mal, dass wir das durchkriegen. So, haben wir erstmal 2-mal Energie investiert. So, dann haben wir jetzt 5-mal Navigation gekriegt. Wovon Nummer 3 wieder investieren, um ein bisschen anderes Zeug zu kriegen. Gut, jetzt sind wir erstmal wieder gerade. Wir bleiben auch gerade. Sehr gut. Das heißt, jetzt können wir quasi das experimentell erstmal so weit fortbringen. Dass wir A wieder gerade sind und B aber schon mal 24 hiervon haben. Gut, das sieht gut aus. 3 Energie haben wir auch noch. Also wenn irgendwas schief geht, können wir da auch noch ein bisschen was machen. So, 10 Navigation. Nochmal 10 Navigation. 2 Energie investieren für den Drift. Und ein bisschen Kommunikation investieren für den Drift. Was ist das Problem? Eine Navigation kann ich auch nicht. Ah, investiere ich mal. So, jetzt kriegen wir minus 2 dazu. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Aber was willst du machen? Da sind wir bei minus 5 und sind bei 33. Und die Energie ist aus. Okay. Okay, 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 okay. So, und ich muss aber jetzt noch mindestens einmal das hier machen, damit ich jetzt noch wieder halb gerade komme. So, sind wir erstmal wieder gerade. So, dann haben wir 34, aber wir müssen nachher sehr viel von dem machen hier. Und wir haben wenig Energie. Da muss viel Gutes passieren jetzt, dass wir das hinkriegen. So, wir sind bei plus 3. Das ist schon mal gut. Dann kann ich das anwenden. Das ist bei der Kommunikation erstmal ganz gut. Und wir sind gerade. So. Dann würde ich ganz gerne das anwenden, um das anzuwenden. Ah ne, das kann ich ja nicht mehr anwenden. Um das anzuwenden. Noch einen Versuch und muss 2. Das wird knapp. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. So, also wir sind erstmal da. Na gut. Hier, wenn wir da sind, können wir auf jeden Fall das machen. Können wir nochmal das machen? Nur das machen. Also wieder gerade und jetzt brauche ich noch eine Energie und hab aber. Oh. Bin auch hier auch draußen. Bin auch da draußen. Okay. Ah,
Eine Energie hätte ich, nicht da, oder hilft mir hierbei, aber nicht dabei. Wir haben am Anfang haben wir geschlammt. Einmal haben wir am Anfang geschlammt. Und vor allen Dingen fehlt uns der eine, den ich da mal investiert habe, ne? Gut, denn, na gut, eine Energie haben wir ja noch. Wie kriege ich das jetzt hin? Also, was mit das? Datenbanken eintauschen. Hier tausche ich Kommunikation ein. Hier tausche ich. Hier will ich Energie eintauschen. Habe ich 10 Stück davon kriegen. Ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh. warte mal. Nochmal so. Dann machen wir eine Energie. Dann machen wir das. Darf nichts schief gehen. Okay. Okay, sehr gut. Ja, wir haben es doch noch hingekriegt. Hui. So, und jetzt kommt die Landung. Erreiche der Mars-Umlaufbahn haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt die Landung als nächstes. Und die wird natürlich kritisch. Und die machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir müssen den Mars-Abstieg durchführen, haben Wärme und Drift als Aufgabe und müssen sehr viel Navigation erstellen. Könnte schwierig werden. Wir bekommen 2 Wärme dazu und plus minus 2 Drift. Also da müssen wir uns wirklich auf das Minimum sozusagen halte unter 3. Okay. Das ist okay, das kriegen wir hin. Und wir kriegen immer 2 dazu. Also immer irgendwo mal Wärme investieren hier unten geht. Über Energie und über Kommunikation. Gut, Kommunikation ist so eine Variable, die brauchen wir jetzt nicht als Endergebnis. Hier können wir natürlich die 10 Navigationen schnell erzeugen. Also das, ja, wir mal gucken. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.